Ein herzliches Willkommen und hallo zurück hier zu Let's Play Terra Awakening mit mir, dem Berengar und dem Glenwan, der hier schon wieder wie ein aufgescheuchtes Hühnchen um das Feuer rennt. Versuche mich nur vor dir zu verstecken. Na, das wirst du wohl schlecht schaffen. Ja. Kein Strauch ist dick genug für dich. Was soll das denn heißen? Nichts, nichts. Immer steht meine Familie hier, diese Säulen. Stein zu Ja. Stein. Auf jeden Fall, die sind standhafter als du wahrscheinlich. Das mag sein. So, was müssen wir überhaupt noch machen? Ja, ich muss auch erstmal wieder ein bisschen ins Spiel kommen. Es ist ja doch schon ein paar Stunden her, seitdem wir das letzte Mal uns hier eingeloggt haben. Ja, Stunden, die für manche wie Monate vielleicht vorkommen würden. Ja, natürlich. Wer hat sich denn nicht danach gesehnt, hier wieder die Eicheln und die Elfen zu bewundern? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, ich hoffe, ich wüsste es auch nicht. Okay. Okay, schauen wir uns einfach doch mal das Logbuch an. Und Wir haben zwar. das letzte Mal erfahren, dass diese Insel der Sohn eines Pärchens ist. Ich habe aber wieder vergessen, von wem. Was? Diese Insel ist der Ja. Sohn eines Pärchens. Genau. Und zwar ist diese Insel doch gezeugt worden. Weißt du Ach das nicht ja, mehr? von den Titanen irgendwas hast du nicht gesehen. Ja. Ja, genau, richtig. Aber ich würde jetzt die Insel nicht als der Person irgendwie, also der Sohn, meine ich. Okay. Egal. Ja, ich denke mal, die Geschichte wird sich ja noch ein bisschen aufklären darum. Die ganzen Geheimnisse und die Intrigen und Was haben die ja. Illuminaten damit zu tun? Das muss wohl Google, sag ich schon. Ich meinte natürlich Galileo Mystery herausfinden, Mit aber ich Ayman glaube. Abdallah, der kommt aus dem Busch gesprungen. Richtig, ja. Aber ich glaube, in diesem Fall wäre Google die noch bessere Variante. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, bevor wir hier noch wieder stundenlang rumquatschen. Richtig, deshalb zu diesem Zweck hatte ich auch schon mal das Questbuch aufgemacht und wir haben hier einmal Elions Schicksal abgeschlossen. Adria hat euch dazu beordert, Lian, Elions jüngeren Bruder, bei seiner Forschung zu unterstützen. Viele der Gelehrten sind besorgt um Lians Gemütsverfassung, doch der Hochelf hat euch versichert, dass er klare Prioritäten hat und niemanden im Stich lassen würde. Okay, schön, das ist ganz toll. Ja. Spuren der Dunkelheit. Bla bla bla. Juranschrein. Ach so, dann müssen wir mal zum Juranschrein, würde ich sagen. Das ist nämlich eine Stufe 7 Quest, die andere sind Stufe 8. Ja, und rein zufällig weiß ich, dass der da oben ist. Ja, rein zufällig zeigt mir das die Karte sogar an. Hat das Fragment eigentlich gerade für dich auch gezählt? Was bitte? Hier diese Fragmente, die müssen wir da auch noch aufheben für dieses kleine Wesen da. Nein, das hat, glaube ich, nicht für mich. Nee, zählt für mich nicht mit. Oh, das ist schade. Ach, hier, guck mal, die Chromas müssen wir auch umbringen. Irgendwie müssen wir alles töten, was sich bewegt, ne? Ja, also geht's doch mal endlich hier los, gleich nach der Aufnahme. Ich sehe gerade, da spritzt Uah. sogar Blut. Ja, allerdings, das kann man, um das Spiel ein bisschen kinderfreundlicher zu machen, kann man das in den Einstellungen auch deaktivieren. Aber wir sind hier echte Männer. Wir wollen hier alle möglichen Körpersäfte spritzen sehen. Nein. Ja, das ist ja typisch Berengar. Ich habe nichts gesagt. So, dann schnetzen wir uns mal durch diese zweiköpfigen Bestien. Hey, ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Ja, das, da gratuliere ich dir zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier irgendwas aufheben kann. Naja. Und wir sind wieder mal die oberschlausten Superleute, denn wir haben schon wieder keine Gruppe gegründet. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass das vorhin für dich nicht gezählt hat oder so. Das kann sehr gut sogar sein. Ja. Ja, Mensch, wenn man Und halt wochenlang Pause zwischendurch macht, dann kann man solche Sachen auch mal wieder verplanen. du meinst 6 Stunden. Ja, natürlich. Zeit ist relativ. Genau. So, jetzt einmal hier wieder ordentlich die Axt ein bisschen hier im Körper versenken. Das hat er eigentlich ganz gerne, habe ich gehört. Ja, aber ich weiß nicht, ob bei dem Spalten irgendwas bringt, weil der hat ja schon 2 Köpfe und da ist ja schon eine Spalt in der Mitte und
Lassen wir das. So. Der da steht auf einer. Spalten. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ja, ich habe heute meinen Tag der Zweideutigkeiten, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob es den wirklich gibt, einen Tag der Zweideutigkeiten. Okay. Sowas ähnliches wie den Tag der Gegensätze oder so? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Gegensätze ziehen sich an. Auf jeden Fall, ja. Und nicht aus. Aber genau das sagt man ja auch von Gleiches mit Gleichem oder so ähnlich, ne? Ja, aber irgendwie ist so alles widersprüchlich, oder? Man versucht irgendwas in Schubladen zu stecken und merkt dann, dass das trotzdem nicht funktioniert. Richtig. Und das ist eigentlich so das beste Beispiel. Die einen sagen, Gegensätze ziehen sich an, die anderen sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Und irgendwie passt das alles nicht so recht. Nee, ich glaube, man dreht sich alles so, wie es einem gefällt. Ja. Oder wie es einem gerade in den Kram passt. Schubladen sind sowieso out. Eben, denn sie sind voller Socken. So. So sieht's aus. Ich kann mich während des Castens gar nicht bewegen. Hast du eigentlich noch Schubladen bei dir zu Hause? Oder wo packst du deine Socken jetzt rein? Ich glaube, das will gar keiner wissen, oder? Hey, GZ. Ich würde das gerne wissen. Ich denke mal, die Zuschauer bestimmt auch. Mit also Fotos, bitte. Ich stülpe mir immer über die Nase. Ah, die Socken, ja? Nach einem Monat lang tragen. Alles klar. Dann ist das Aroma besonders reif. Nein, ich habe einen Schrank und da ist ein Fach für Socken drin. Also einen richtigen Kleiderschrank. Oh. Als Mann. Wahnsinn. Aus Holz. Mit eingebauter Umkleidekabine. Nee, das nicht. Spiegel hat das Ding auch nicht, aber ich weiß eh, dass ich der Schönste nicht bin. Und hier liegt übrigens noch Gold, was wir nicht aufgesammelt haben. Das sieht man auch total schlecht irgendwie. Ey, du bist so materialistisch eingestellt, ja? Ich schäme mich wirklich. Das stimmt sogar. Im echten Leben bin ich auch sehr materialistisch. Immer so. Größer, schneller und weiter. Ja, genau. Und aber da habe ich jetzt zum Beispiel, mal? Ja, aber da habe ich eine ganz andere Methode. Und zwar andere kaufen sich ja, wenn sie was brauchen, erstmal billig, um zu gucken, ob es funktioniert. Um sich dann später das Teurere zu kaufen. Und ich kaufe mal gleich das Teure und muss dann später nicht doppelt kaufen. Ja, das kann natürlich gut sein. Andererseits muss ja teuer auch nicht unbedingt immer das Beste sein. Das stimmt. Aber so ein bisschen informieren im Vorfeld schadet ja nichts. Das stimmt wohl. Gerade im Zeitalter vom Internet sollte das ziemlich einfach sein. Ja, das ist natürlich wahr. Mensch, wir kommen hier unserem Bildungsauftrag heute aber auch wieder wirklich nach, wa? Ja, also Kinder, guckt am besten nicht weiter. Huch, was, denn was jetzt? Geschieht denn jetzt? Ja. Ja! Ja! Boah, der schreit ja wie ein Mann. Oh, er hat einen Zahnstocher gefunden. Ich könnte jetzt was anderes sagen, aber... Ich warte noch auf deine Einschätzung der Lage. Nein. So, ja, was ist geschehen? Er hat sich den Darm befreit. Der Liam, der hat mal wieder ein Schwert aus der Scheide gezogen. Ja, so, und ich... Scheiße, ich hab den vertont, ne? Ich glaube ja. Viel Spaß. Leon starrt gebannt auf den Geisterstein, während das magische Schwert, das er aus der Scheide gezogen hat und er in der Hand hält, dunkle Energie ausstrahlt. Auf seinem Gesicht zeigt sich die geringste Regung, nicht die geringste Regung, sondern Erregung. Er scheint tief in Gedanken versunken zu sein, Spuren der Dunkelheit. Welche Gedanken das wohl sein mögen? Psst, jetzt. Dieses Schwert ist sehr vertraut, aber die Energie, die es verströmt, passt ganz und gar nicht. Bringt es zu Eria. Sie wird sicher den Ursprung des mysteriösen Schandflecks, ich kann nicht lesen, auf der Klinge identifizieren können. Ich lasse es. Die Zeit drängt, Glenwan. Beeilt euch also. Ja, ich beeile mich. Jawohl. Husch, husch, mein Süßer, mach schnell. Und das ist, was ich dem Berengar gerade noch sagte, wenn man mal monatelang nicht mehr aufgenommen hat, dann kommt man so ein bisschen aus der Planung. Ja, du meinst Stunden, oder? Natürlich, natürlich. Oh, der Geisterstein.
Oh, ich glaube, den müssen wir aktivieren, oder? Als ihr euch dem Bauwerk nähert, könnt ihr die Macht fühlen, die von ihm ausgeht. Ihr spürt, wie die Energie über euren Körper tanzt. Oh, das kitzelt. Oh, warte mal, da tanze ich doch glatt mal mit. Moment. Yeah, hu. Ich glaube, da tanzt Energie auf dir. Yeah, und ich tanze mit ihr. Mit wem? Na, siehst du das nicht? Die Energie. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt lenk nicht ab vom Geschehen hier. Wir müssen immer noch Tiere brutalst niederstrecken. Aber nicht mehr die. Doch, ich hab da noch ein Ausrufezeichen. Echt? Jetzt nimm die Agro. Aua. Nein, kann ich nicht. Ich hab keinen Mana. Ja, du bist ein Noob. Mann, dann muss ich ihn halt von hinten nehmen. Ja. Hm? Geh mal schön zu Lian. Der gibt dir auch gleich was von hinten. Besten Grüße. Das, nein, ich gebe lieber, als dass ich nehme, muss ich ja ehrlich sagen. So, ja, wo bist denn du jetzt schon wieder abgehauen? Ja, nach unten, hier oben brauchen wir noch. Na, hier war noch ein graviertes Fragment. Ja, und da hinten ist doch noch Erz. Willst du deswegen extra noch da hinlaufen, so wie ich gerade? Nein, ist das schon mal aufgefallen, nicht, dass da hinten ein Schiff an den Klippen hängt? Hey, allerdings. Das sieht ja doch recht interessant aus, würde die Kamera jetzt nicht zwangsweise wegschwenken. Und da ist noch so ein schwules Türmchen. Mhm. Und nicht hier schlecht. Ist ja die sichtbare Wand. Yay. Ach guck mal, dann da hinten ist Bad nehmen. Noch so ein Schiff. Tja, ja, das hat sich schon wohl... Wir können mal wissen, was da hinten ist. Allerdings, ah, das wäre so cool, wenn man da hinkommen könnte. Das sieht so aus, oh, da ist ein Regenbogen, wie tuffig. Ich sehe keinen oh, doch. Das sieht fast aus, als wäre die Insel von der Außenwelt irgendwie abgeschirmt. Ja, das stimmt. Irgendwie. Aber hier sind auch überall diese Türme mit diesen Lichtern. Ja, fast wie so eine, weiß nicht, Schutzbarriere oder so, wa? Das wär, ja, das erinnert mich an Gothic. Oh, gut. Habe ich nie gespielt. So, und jetzt steinigt ihn. Ja, ich gestehe, ich habe nie Gothic gespielt. Ich habe mal, ich glaube, den ersten Teil habe ich mal für eine Stunde angefangen. Das war aber auch schon zu einer Zeit, wo der dritte schon rauskam und irgendwie fand ich das Spiel einfach nur öde. Nimm das Weiße von hinten. Huch. Ah, nein. So. Müssen wir noch was machen? Nee, ne? Ja, du verwirrst mich. Ich muss mal nochmal ganz kurz... Ja, du bist der Mann mit dem Plan, deswegen. ...ins Logbuch schauen. Ach so, ach, das sind die Handlungsquests hier. Ach, das sind die Regionenquests. Mensch, jetzt blicke ich erstmal ein bisschen durch das Questbuch durch. Doppeltes Bellen, doppelt Reißzähne, das haben wir erledigt. Erforschung der Relikte, da bräuchten wir noch ein paar. Und Sonderzustellung, was... Benutzt die blablabla bla bla und kehrt zur Turmbasis zurück. Ach so, ja, wir müssen noch mal in die Turmbasis theoretisch zurück. Ja, aber da haben wir noch bestimmt so eine Teleporterrolle. Aber ich würde sagen, wir machen die Quest hier erstmal fertig. Wir brauchen, glaube ich, noch so Fragmente oder sowas. Richtig, Fragmente und Reliquienfragmente brauchen wir auch noch. Ich habe ja ein graviertes Fragment. So, jetzt habe ich alle. Oh, sehr schön. Du rennst ja auch einfach wieder voraus. Ja, du liest ja dann nur rum. Ja, na und? Ich tue halt was für die Lore. Natürlich. Hm? Wo bist Ganz du? Ach, bestimmt. Da, ich seh dich. Ich lauf grad vor dir weg. Ich rolle dir hinterher. Ich hab keine Lust mehr, mit dir hier rumzurennen. Ach, dann geh doch. Ach, die müssen wir auch noch machen? Mhm. Ja, aber mit AE hast du doch besser drauf als ich. Hier, zack. Ja, so ein bisschen. Wie gesagt, ich muss ja immer erst ein bisschen Mana erstmal auftanken beim Kämpfen. Ah, ich habe irgendwie auch mal so ein AE gehabt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ist das das? Oh. Ja, du hattest irgendwie mal eins. Scheinbar hast du es auch gefunden. Wo bist denn du da? Ja, da, das machst du schon. Spritzt. So, der ist weg, würde ich sagen. Den haben wir zum Frühstück verputzt und irgendwie kann ich das nicht aufheben. So.
Ich brauche noch kurz dieses Fragment, aber du machst das schon. Ja, lass mich einfach alleine hier. Natürlich. Lass mich einfach allein. Während die Spalter auf mir rumhauen. Spalter! Wir sind die Volksfront von Judäa. Weißt du, was mir damals immer suspekt vorkam, als ich Diablo 2 damals gespielt habe, ne? Da konntest du ja diesen Totenbeschwörer spielen, der immer diese Skelette da beschworen hat, ne? Ja, allerdings. Und dann sind doch die Monster immer in so einer Blutlache geendet. Jo. Aber ich frage mich, wenn du ein Skelett aus dem Skelett beschworen hast, wo kommt das Blut her? Ist das schon mal aufgefallen? Ich kann mich da nicht dran erinnern unbedingt, dass auch aus Skeletten Blut kam. Ja, ja, die haben da keinen Unterschied gemacht. Naja, das war einfach das Knochenmark. Sieht ja so ähnlich aus. Ja, natürlich. Vor allem auch in der Menge, ne? Ja, na sicher. Hast du nicht 3 Liter Knochenmark in dir? Ich bin Knochenmark. Hallo, mein Name ist Knochenmark. Und hier gibt's wieder Quests zum Abgeben. Ja, genau. Oder kam noch irgendwas zu erledigen hier? Naja, nee, ne? Du bist halt auf die Reise zum Bumsdings. Den hast du, glaube ich, gemacht, den Lorin, oder? Das ist so ein Mensch oder irgendwie so ich ähnlich. Ich glaube ja. Ach, komm, wir machen einfach mal. Okay. Okay, die Forscher sagen, dass die Geister, gegen die wir hier kämpfen, schwächer werden. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber es stimmt mich nachdenklich. Woran liegt es, dass sie schwächer werden? Und passiert dasselbe mit uns? Es war ein Felsenkletterer. Toll. Das müsste vorerst genügen. Ich habe Eria hinter eine Säule hervorlugen sehen, während ihr gekämpft habt. Ich glaube, sie bewundert eure Arbeit. Mm. Für die Föderation. Ja, diesmal noch motiviert, aber in 2 Stunden nicht mehr. Ja, spätestens. Aller spätestens. Oh, Steinklopfer-Panzerhandschuhe. Sehr schön. Wo ist mein Inventar? Also B ist es nicht. Ach, I. I, genau. Es ist auch überall woanders, ne? In jedem Spiel. Das ist so... Ja, so ziemlich. Tja, überhaupt sollten wir mal dann auch irgendwann einen Händler finden. Oh, hier habe ich ja noch ein paar Schuhe. Ja, ich sehe auch gerade, ich habe oben die besser sind als meine ursprüngliche. Und Stiefel. Schatiefel? Stiefel. Nee, das Stäbchen nicht. Naja. Naja, ah, hier noch was. Das ist ja mal nicht schlecht hier. Noch so eine ganze Menge Ausrüstung. Ist ja voll tuffig in dem Rot. Das sieht aber auch männlich aus. Oh Gott. Bei der Macht von Grayskull. Selbst der sah männlich aus. Das glaube ich nicht. Ich gebe dir aber 10 Euro, wenn du dich traust, mit der Frisur von He-Man durch die Stadt zu laufen. Dankeschön. Oh Gott, ich stell mir das gerade bildlich vor. Ja, jetzt stell dir das hier mal bildlich vor. Ja, die habe ich auch gesprochen, ne? Ja. Okay, aber ja gut, egal. Diese Insel tauchte vor nicht allzu langer Zeit aus dem Meer auf, ist aber voller antiker Bauwerke. Nicht, dass ich das schon mal alles gesagt hätte, aber für die Zuschauer wiederhole ich mich gerne. Wie kann das sein? Das ist seltsamer als eine blaue oder auch grüne Eichel, aber die Prophezeiung erklärt alles, selbst gelbe Eicheln. Spuren der Dunkelheit. Das Schwert ist... Oh nein, das ist Elions Schwert, Dämonenbann. Ihr habt es am Schrein gefunden, aber wie konnte eine so finstere Energie die Klinge beflecken? Das verstehe ich nicht. Und was noch schlimmer ist, Elion liebte dieses Schwert. Er würde sich niemals davon trennen oder es einfach zurücklassen. Ich fürchte um Lians empfindsames Herz. Oh ja, das ist wirklich sehr empfindsam. Dann ist Elion also wirklich tot. Das wollen wir nicht hoffen. Möge die Natur es verhüten. Nein, alles, was ich sicher sagen kann, ist, dass dieses Schwert mit finsterer dämonischer Energie geladen ist. Und sie ist sehr, 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 sehr mächtig. Das bedeutet nichts Gutes, Berengarb. Ganz und gar nichts Gutes, nein, nein. Hm, verstehe. Lüge. Erforschung der Relikte. Achso, was bedeutet das alles, hat sie da noch vor sich hingelabert.
Ein hervorragender Anfang. Jedes Reliquienfragment, das ihr beschafft, bringt mich meinem Ziel, meine Theorien der breiten Öffentlichkeit vorzustellen und eine wissenschaftliche Abhandlung darüber zu halten, einen kleinen Schritt näher. Und ich stehe damit nicht alleine da. Sehr viele glauben an die Prophezeiung oder etwas in der Art und verfolgen die Geschehnisse hier auf der Insel mit größter Aufmerksamkeit. Falls ihr die Zeit findet, noch mehr zu beschaffen, lasst es mich wissen. Für die Föderation, aber nein, danke. Die Quest werden wir, denke ich mal, nicht nochmal machen. Nein, wie gesagt, die wiederholbaren Quests machen wir einmal und dann sind die eh gleich. Genau.